Hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 4 und zwar bei dem DLC im Tal der Yetis oder das Tal der Yetis. Und ja, wir wollen jetzt hier diesen dritten Generator ausschalten, der wohl die Funksignale, die Störsender ausschaltet, denn wir sind ja in so einem kleinen Kaff sitzen wir fest, was wir uns ja aufgebaut haben und müssen, ja, unseren Piloten finden. Wir sind ja mit einem Flugzeug abgestürzt, sind dann in so einen Kaff reingekommen, wo wir uns das Kaff eben aufbauen und ja, und suchen nebenbei noch den Piloten zusammen, dass wir hier wieder wegkommen und sind natürlich auch noch extra noch auf einer Suche nach einem Relikt. Und ja. So. Okay, wir kommen hier nicht hoch. Da oben ist der dritte Generator, der die Störsender dann ausschaltet halt. Zwei Störsender sind ausgeschaltet. Der dritte kommt so gleich. Und dann können wir nach draußen Hilfe rufen. Und natürlich wieder Teil des Yetis, das schon voraus ahnen lässt. Gibt es hier Yetis, die leider kein Mysterium mehr sind, die einmal gesichtet wurden und jetzt überall spawnen, was ich echt schade finde. Wirklich schade finde. Wirklich, wirklich schade. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da man die jetzt wirklich an fast jeder Ecke hier findet. Das finde ich eben Schade. Ja, und die Waffe holen wir uns jetzt noch. Ich weiß, dass ich jetzt hier gar nicht lang muss. Nein! Och. Hier ist nämlich eine noch nicht freigeschaltete Waffe. Oh. Die würde ich mir dann gerne auch aufpimpen. Okay, aber ich denke mal, wir müssen wieder hoch. Dass wir dann darüber fliegen können. Mit unserem Wingsuit. Und da drüben befindet sich dann hoffentlich der Störsender. Lasst mich hoch. Ja, wir sind im Himalaya, ja, klar. Da muss man auch mal. Okay. Yay! Das ist wieder so eine Sache. Bis wir ziemlich schnell den Fallschirm lösen müssen. Und zack. Schreien von Yalung. Ich glaube, beim dritten Störsender erwartet uns was. Und erwartet uns auch ein Yeti. Ja, wie versprochen. Da ist er, die Sackratte. Hm? Ja, mit unserem tollen. Elefanten, unserer tollen Elefantenbüchse ist dieser Yeti natürlich kein Problem. Nicht? Nee.
erschreckt mich nicht so. Ja, die lösen sich halt so komisch auf. Ich glaube sogar, dass wir jetzt in die Höhle rein müssen. Wenn nicht sogar oben rein. Oh, ach ja. Ah. Ja, stimmt. Da waren ja die Pilze. Das sollte ausreichen. Komm, lieber Zukunftsfehler. Ach, da war jetzt sozusagen... Da war jetzt sozusagen der Yeti, das Böse. Das Böse, Böse, Schwere. Immer noch ein paar Kropfsteine. Ich dachte, wir kommen jetzt noch hier rüber irgendwie. Schade. Da oben ist noch eine Waffe. Und dort liegt ein Seil. Und da liegen jetzt auch wir. Ich dachte, ich kann schnell rüber und dann Fallschirm aufmachen und dann da hoch, aber... Nix da, kleiner... Wir sind wieder hier. Da die, die, die dumm. Aber vielleicht wollen wir von hier aus springen. Yay. Okay, na, dann müssen wir halt so hoch. Und das blaue Zeichen jetzt auf der Karte ist wieder eine Nacht überleben. Das heißt, mit unserer tollen Basis, die wir so wundervoll aufgerüstet haben, müssen wir jetzt, die müssen wir jetzt verteidigen über eine Nacht. Das ist immer so abwechselnd, kommt immer so eine Mission und dann muss man wieder eine Nacht überleben und dann kommt wieder eine Mission und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Wo denn hier noch? Ach, die blöde Schrotflinte, dafür bin ich jetzt hier hingelaufen. Okay. Na denn. Ich wollte eigentlich springen. Aber natürlich verbietet es mir das wieder. Ich kann jetzt hier schnell zurücklaufen, da ist ein Auto. Oh, hi. Irgendwie habe ich jetzt auch gerade mal Lust, ein Ründchen zu laufen. Und ich denke mir mal, dass wir auch ganz schnell fündig werden bezüglich eines Yetis. Oder auch nicht. Halt! Da unten gibt es Fälle. Ja, und hier ist auch, wer jetzt erst einschaltet, hier gibt es auch Kisten, in denen Fälle sind. Also man muss ja nicht jagen, sondern die Fälle sind in Kisten. Um sich eben seine Sachen aufzumuddeln. Da kommt etwas angefahren. Wir wollen zur Basis. So. Ei. Aber es sind auf jeden Fall schöne Fahrtwege. Ach, die kommen von der Seite. Okay, das ist gut. Das sind wir schon des Öfteren lang. Fahren, beziehungsweise gelaufen.
geflogen. Stolpert. So. Blip, blip. So, parken, parken. Parken, parken, parken. Und jetzt wird wieder eine Nacht überlebt, meine Freunde. Dazu müssen wir uns ins Bett legen, aber vorher natürlich. Kaufen und anpassen, haben wir natürlich drei neue Waffen, die. Stations-Upgrades, hier, das sind die ganzen Upgrades, aber das, ja, ich gehe mal jetzt davon aus, dass ihr das schon kennt. Oder dass ihr mir zugeschaut habt. Weil das ganze Zeug ist nochmal zu erklären. Aber wir haben es freigeschaltet, müssen trotzdem achten. Das ist schön. Nein, ich möchte diese Waffe nicht ausrüsten. Dich hier. Du bist doch so ein Schredder. Dich kennen wir doch noch als Schredder. Einzigartig haben wir nichts gemacht. So, Munition nachgefüllt. Die Elefantenbüchse ist auch da. So, da wollen wir mal die Nacht überleben. Die dritte Nacht. Die Nacht ist angebrochen und das Ritual wird bald fortgesetzt. Säubert das Tal. Tötet den Ungläubigen. Oh, jetzt sind sie aber frech. Wir greifen die Station von Norden aus an. Wir nähern uns jetzt der Relaisstation, Meister. Säubert das Tal für das heilige Ritual. Wo ist Norden? Und los! Tötet den Eindringling! Rein mit den Angreifern! Na, die laufen jetzt erstmal über meine Fallen. Wie gesagt, wir haben hier ein paar Anlagen aufgebaut, die uns schützen sollen. Auch schon. Sind aber auch jetzt so ziemlich. So. Ich hoffe, die Karre. Ein bisschen aufpassen. Wir können uns auch durchbrechen. Angriff 2. Hm.
Müsst ihr dann. Rein mit den Angreifern! Muss ich alles täuscht hier sein, nicht? Oh, stopp. Passt auf die Minen auf! Los, steckt die Barrikaden in Brand! Schickt die Flammensucher! Schickt die Flammensucher! Wir greifen die Station von Süden aus an! Jetzt kommt von zwei Richtungen, das ist nicht schön. Mit den Angreifern! Ihr Pisser. Passt auf diese Minen auf! Die Scharfschützen Position! Die Barrikaden! Von wo? Das ist gerade ein bisschen gemein. Oh fuck. Okay. Okay. Das ist ja mies. Aber er ist tot. Eieieiei. Achtet auf ihre Abwehr! Wir greifen die Station von Osten aus an. Oh Mann, ey, die haben ja richtig hier zerlegt, Alter. Mal von hier. Jetzt verdammt, uiuiui. Oh ja, das ist beschissen. Die Scharfschützen in Position. Boah, jetzt kommen ja schon Yetis mit rein, ey. Wahnsinn, Alter. Bringt die Sprengladung an. Ich habe halt nichts weiter zu tun als meine Basis, Junge. Schickt die schweren Jungs rein. Wir greifen die Station von Norden aus an. Beschützt mich! Okay, haben sie schon angekommen. Ich hab grad wirklich ein Problem hier. Bring die Sprengladung an. So eine Macke oder was? Hippa, hippa. Komm, stirb. Alter. Wow, da können wir uns dann noch auf ein paar Nächte freuen.
Ja, ich sehe die kaum. Das ist gerade mein Problem. Yeah, Nacht überlebt. Sehr schön, liebe Freunde. Dritte Nacht beendet. Puha. Und das ist doch wirklich ein wunderschöner Abschluss. Ein wunderschöner Abschluss für den heutigen Part. Die dritte Nacht überlebt. Ja, ganz schön kaputt alles gemacht, die Schweine. Aber ich glaube, das ganze Gedöns ist dann wieder da. Nee, muss das wieder neu bauen, oder was? Halt. Muss ich das etwa wieder neu bauen? Komm, rein mit uns. Ja. Oh. Die haben ganz schön eingerissen. So, liebe Freunde. Dann würde ich sagen, beenden wir für heute den Part. Wir sehen uns dann morgen wieder. Und dann gehen wir wieder auf eine... dann gehen wir wieder auf eine Mission. Und ja, bis morgen dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Däumchen vielleicht geben und ein Abo da lassen vielleicht auch noch, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschaußen.